Muss man das dann die ganze Zeit immer machen für sich oder gibt es auch sowas wie Drogen? Es gibt auch Drogen, ja. Also es gibt hier auf der Map, wenn man guckt, es gibt hier Ölraffinerien, es gibt alles mögliche, Kupferschmelze, Eisenschmelze. Das sind halt die Verarbeitungs. Es gibt halt einmal die Abbau, also das Kohlewerk zum Beispiel, dort baut man ab. Und anschließend fährt man die Kohle dann zur Kohleverarbeitung. Und dann verkauft man das Ganze beim Markt zum Beispiel. Ja, das ist so der normale Werdegang. Effizient ist derzeit auch Kohle. Es gibt aber auch illegale Sachen wie zum Beispiel das Kokainfeld. Das ist ganz beliebt. Und natürlich auch andere Sachen wie Schildkrötenhändler bzw. Schildkrötenfleisch oder Heroinfeld. Es gibt echt sehr viele Sachen, wo man seine Kohle verdienen kann, theoretisch. Cops verdienen ihre Kohle natürlich mit Strafzetteln und mit Abschleppen von Autos und solchen Geschichten. Das ist halt deren Beruf. Aber wir konzentrieren uns, würde ich sagen, erstmal auf die legalen Berufe so ein bisschen. Achso, die Cops verdienen das Geld damit, dass sie uns auf den Nerven gehen. Und dann Ganz genau. irgendwelche. Man muss da halt auch ein bisschen aufpassen, je nachdem wie der Cop drauf ist, der erschafft sich halt so ein bisschen seine eigenen Regeln. Abzock ist da auch ganz lustig ab und zu drauf. Ich habe erst letztens bei ihm im Stream geguckt, da hat der eiskalt jemand angehalten, der hatte gerade Diamanten gefahren und hatte, ich glaube, so eine Mille dabei oder so. Und das hat er halt Abzock gesagt und das war halt die schlechteste Idee, die er hatte, so in dem Moment, dass er ihm das Ganze quasi so sagt. Bist du schon fertig? Fexo? Ja. Steig mir nochmal ab. Warum? Du willst meinen Quad klauen? Nein, steig mal ab, Koko. Das ist bestimmt was essentiell Wichtiges vergessen. Geh mal an dein Fahrzeug ran und drück T. Dann öffnet sich der Kofferraum. Dann kannst du die Pfirsich jetzt da reinlegen und noch ein bisschen mehr sammeln. So kannst du ein bisschen mehr transportieren. Das ist ganz praktisch. Naja, auf jeden Fall hat er den Kerl angehalten mit der 1 Million quasi im Wert von Diamanten oder hatte sogar 1 Million dabei. Und Abzock ist halt darauf direkt angesprungen, RPG-technisch, und meinte dann so, ja, ich kann sie jetzt so gar nicht weiterfahren lassen mit ihrem Truck. Und dann sagt der andere, warum denn? Ja, sie haben da ein Loch in der Windschutzscheibe. Ich sehe da keins. Und Abzock zückt halt die Waffe und schießt ein Loch eiskalt in die Windschutzscheibe und sagt dann, doch, da ist es. Dasselbe hat er mit dem Reifen gemacht und alles Mögliche und meinte dann so, ja, wenn sie mir 200 oder 300.000 geben, dann lasse ich sie weiterfahren, ohne Probleme. Ich repariere sogar ihr Auto. Das nennt man korrupt sein, ne? Ja, also Ja. er hat so seine Phasen, würde ich mal sagen. So, ich sammle mal jetzt nicht alles. Zeig den Leuten mal, wie das geht, quasi in den Kofferraum legen. Man klickt das an und dann wählt man die Zahl aus, die man reinlegen Meiner ist will und voll. dann quasi bis das Gewicht oben rechts vom Kofferraum voll ist, zack, 25, 25, wird auch hier angezeigt und dann geht die Post weiter dann zum Markt. Digga, du darfst mal vorfahren. Gugu. Du musst nur die Straße entlang eigentlich. Ja, ist klar. Gerade fahren ist so nicht das Beste für dich, ne? Es ist viel zu Mainstream, also. Das schleudert aber schon beim Lenken, ne? Du Also. kannst auch umkippen, ne? Nur so nebenbei. Was? Ja. Tut das dann weh? Ja. Wie gesagt, es kann sein, dass ein Quad explodiert, wenn du eine Bordsteinkante quasi so streifst. Es ist theoretisch möglich. Wo hast du die Schlange auf der Straße gesehen? Also zum Markt hin würde ich immer ein bisschen abbremsen, falls da dann doch ein Kopf steht oder so. Oder hier irgendwo ist auch gerade ein Heli. Ist das nicht so angenehm? So, mit dem Zeug.
laufen jetzt wie gewohnt zum Markt hin und verkaufen das wieder. Wo ist das? Der sehr nett aussehende Verkäufer. Das waren jetzt 4000 und dann laufen wir nochmal zurück und holen das Zeug vom Kofferraum nochmal. Kaufen das auch noch. Und das macht man im Prinzip so lange, bis man sich jetzt einen Truck leisten kann, beziehungsweise ja, einen Truck. Das ist die nächste Stufe eigentlich, die effiziente. Öffne ich den Kofferraum noch einmal? Mit Tee, mit Tee. Der Heli geht einem schon ein bisschen auf den Nerv hier. Jetzt ist er weg. Er fliegt weg. So, es war jetzt insgesamt, ich glaube, du müsst so ungefähr 6-7 haben bekommen, 6-7.000. Du hast dein Auto nicht abgesperrt, Digga. Oder? Doch, das habe ich. Du hast es aufgebrochen. Nein, da fällt gerade jemand rum, aber ich glaube, ah, okay. Das war sein Auto. Oder sein Quad. Jawohl, erstmal gegen den Laster ran müssen. So muss es sein. Jetzt wird es auch wieder Tag. Ist ein bisschen angenehmer. Du musst immer schauen, dass auch niemand hinter dir ist, den du umfährst oder so. Theoretisch kannst du dafür. Also, du kommst damit auf die Fahndungsliste. Alter, was macht der denn da? Meine Lenkung vom Quad spinnt gerade ein bisschen. Ja, die Maus ist da irgendwie mit drin, ne? Ja. Manchmal ist es auch so, dass du straight dann einfach nach links biegst, obwohl die Maus gar nicht so ist. Aber dann musst du Doppel-Alt drücken und dann wird das Ganze irgendwie resettet, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Digga! Du bist ein Spaß! Haha. Ich bin rechts rangefahren, ja? Ja, genau, gegen die Weil Wand, du ist mich klar. provoziert hast. Ich lasse mich nicht provozieren. Mega bockig gegen die Wand einfach fahren. Ja. Immer wieder Pfirsiche pflücken. X ist übrigens die Handbremse, ne? Alter, du kannst auch Menschen umfahren, das ist dir bewusst, ne? Wenn du mich umfährst, dann hole ich mir eine Knarre und dann bist du fett. Wie du mir nicht vertraust? In ganzer Art und Weise. Ich bin der vertrauenswürdigste Mensch, den es gibt. So, ich würde sagen, wir cutten das hier einfach mal, bis wir dann mal genügend Kohle haben für den Truck, weil sonst wird das ein bisschen eintönig. Wir sehen uns dann in einer Sekunde wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt mal kurzfristig dazu entschieden, einfach, dass ich Fexco das Geld überweise. Und dann kann er sich auch direkt einen Truck kaufen. Machst du Überweisung mit Blanko oder mit PayPal? Nur mit PayPal. Nein, Quatsch. Nur normale Überweisung. Ist aber von Bank zu Bank, ist schnell da. Sollte schon da sein. Ja, nee, nix legal, mach schwarz, nix Steuern. Nein, nein, nix Steuer, nix Steuer. Du solltest dein Quad aber dann erst in die Garage fahren, bevor du das Ein nächste Auto kaufst. SUV oder ein Truck? Ein Truck. Muss ich noch zur Bank? Dann gehst du.
Bringe meinen Quad so lange schon mal zur Garage. Was soll ich mein Quad? Ja, den Quad musst du auch zur Garage bringen, ne? Dann mache ich das doch, bevor ich den Truck kaufe, besser, oder? Am besten, ja. Sonst steht ja mein Quad da einfach rum und irgendwelche Typen gucken mein Quad an. Kann auch abgeschleppt werden vom Kopf, wenn das zu lange da steht, ne? Nix da, Behindertenticket. So schaust du aus. Dankeschön, Typ, der dasselbe Shirt an wie ich. Aber ich komme mir gleich richtig. Wir können uns gleich noch richtig fetzige Klamotten kaufen, wenn du willst. Geil. Hier müssen wir jetzt schon rechts. Und nicht in eine Garage reinfahren, das war auch mein erster Fehler, sondern wir fahren hier zu einem Schild. Ja, genau, wir fahren gegen das Schild. Und dann kannst du links quasi auswählen, Fahrzeug einparken. Kann ich gar nicht. Du visierst das Schild im Prinzip an und dann drückst du einmal Leertaste und dann kriegst du links oben das Menü. Das steht ausparken und verkaufen. Da hast du so ein Fenster offen, oder? Ja. Großes schwarzes. Dann bist du schon zu weit. Also du hast dann schon Menüpunkt ausgewählt. Schließ das nochmal. Lieber mal ein bisschen weggehen bei dem Herrn. Steht da schließen, ausparken und verkaufen. Nein, nein, du machst das Fenster direkt auf. Ja. Nee. Du musst auf das Fahrzeug aufsteigen und dann einmal Leertaste drauf. Okay, das geht direkt auf das Ding. Dann schließt das Fenster einmal und dann drückt nochmal Leertaste. Und dann müsstest du Fahrzeug einparken haben. Fahrzeuggarage und Fahrzeug einparken. Nein. Doch. Nein, ausparken und verkaufen, wenn ich da drauf grüne Leertaste drücke. Nein. Doch. Nicht dieses große rote, dieses große schwarze Fenster, ne? Das meine ich nicht. Nicht das alte Parksystem, was oben links steht. Dort drückst du auf Schließen und drückst nochmal einmal kurz auf Leertaste. Und dann kriegst du oben links ein Menü zum Auswählen mit mit dem Mausrad. Gratulation. Das war zurück. Sollten ein Taxiunternehmen aufmachen, was von den Garagen bis hin zum Markt geht. Das ist eine Lücke. Ja, also die Leute, oder beziehungsweise Abzock plant hier echt noch viele Dinge zu machen. Wie zum Beispiel das Housing-System soll bald kommen, dann kannst du dir eine Wohnung kaufen und kannst dort Sachen auch einlagern, so mit Storage-Kisten und sowas. Was halt auch noch ziemlich fetzig wäre, wäre halt wirklich so ein Taxiunternehmen, wo du halt einfach am Straßenrand stehst und dein Taxi anbietest, ne? Oder was ich halt auch schon die Idee hatte, so ein Radio oder so, wo du quasi in der Zentrale hockst und dann durchs Radio rausfunkst Ja, und wollte die mir Leute gerade. im Auto können das empfangen, ne? Das wäre schon ziemlich cool. Ich hol dann aber den großen Hemd raus, ne? Also Donate-Time. Ach, wir sollten uns auch noch was zum Futtern kaufen, das wäre nicht schlecht, ne? Ich habe ein Papier Was sicher. holst du raus? Donate-Time. Ja, ich gehe da mal zur Garage, ne? Kommst du? Nimmst du den Tempest oder? Ich nehme den Tempest. Da hat er ihn ja. Das gute Ding musst du jetzt immer hier parken, wo jetzt die zwei Quatsch stehen, die hier nicht hingehören. Gut, dass kein Kopf hier ist.
Jetzt sehen wir Fexco live beim Auspacken. Was machst du da? Drive by. Hab noch keine Waffe. Aber schieb schon mal. was willst du mit deinem Militärpanzer gegen meinen kleinen LKW, ja? Okay, pass mal auf, pack das Ding mal eben noch kurz hier. Also hier drüben, wo ich stehe gerade. Ja, da sollte man es normal nicht parken. Aber ist Wo egal, denn? erstmal. Also hier, wo ich stehe. Gegenüber vom Parkplatz Okay, quasi, als ich Zweiter. komme. Achtung. Wenn Achtung. dieser Julian sich nochmal in meinen LKW setzt, dann kriegt er eine Schelle. Also ganz im Ernst, Wie lieber gesagt. Julian. Einfach Caps Lock drücken und anflaumen. Hast du So. gesehen? Wie ein Gott. Ja, wunderbar. Aber warum nicht rückwärts? Abschließen. Jetzt lass uns mal eben noch was zum Suffeln kaufen. Ja, du hast halt rechts auch die Anzeige. Ne? Das Grüne ist halt Essen. Das ist auch ein Apfel. Und das drunter ist halt ein Tropfen. Das heißt, du brauchst auch ein paar, 1, 2, 3 Wasserflaschen oder so. Und mit Z machst du, wie gesagt, das Inventar auf oder den Rucksack. Dann wählst du die Wasserflasche an und drückst dann einfach benutzen, bis das Ding wieder auf 100% ist. So, wie viel Kohle hast du denn jetzt momentan? 20.000. 20.000. Könnten mal zum Lizenzamt dackeln und gucken, was die Kohlelizenz kostet. Weißt du noch, wo es ist? Navigier mich. Du fährst hier nach links. Süß, verpiss dich von meiner Karre. Der hat sich auch angehört wie 12, ne? Oder wie Mädchen, je nachdem. Und die hier fährst du rechts. Stopp! Ah, man kann nicht driften, okay. Wie gesagt, X ist hier blub 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 Handbremse. Ja, gezielt aber nicht. Hier rechts, stopp, zurück. Du bist ein schlechter Navi. Ja, nee, also ich dachte, du hättest vorhin ein bisschen aufgepasst, aber da war. Ah, hier ist das Lizenzamt. Wusstest du das schon? Hier ist das. Ah. Die 20.000 hast du auch dabei, oder? Klar, ich vertraue keinen Banken. Gut. Weil theoretisch kann die Bank auch ausgeraubt werden und dann verschwindet ein Teil von deiner Kohle von der Bank. Kannst aber auch so eine Versicherung abschließen im Automaten. Der linke Kerl ist das jetzt, glaube ich, mit der Kohle-Lizenz. Was kostet die? Ich habe sie leider schon gekauft. Kohleausbildung, ne? 5.000. Ja, gut, das ist noch billiger, dann nimm die. Hör mal, Jetzt ist geht's? es verschwunden. Ja, dann hast du es gekauft. Wenn du Z drückst, dann siehst du es bei den Lizenzen, was du kannst. Das heißt hier aber Koksverarbeiter statt Kohleverarbeiter. Ah, cool. Jetzt brauchen wir. Ach verdammt, wir brauchen noch eine Spitzhacke. Jetzt müssen wir noch mal kurz zurück zum Markt und eine Spitzhacke kaufen. Einfach überholen, ist klar.